Nick, ist diese Glocke nicht... Ja. Die Unheilsglocke. Das ist die Glocke aus den Ruinen. Die Unheilsglocke. Ich sag's ja. Die Glocke, die nicht erschallen darf. Klinglinglingling! Nick, schau! Da versteckt sich jemand hinter der Glocke. Oh. Cool. Belladonna. Die hatten wir ja sowieso schon mal gesehen. Ihr seid es. Unglaublich. Sie ist wirklich die letzte Person, die ich hier erwartet hätte. Ja, aber du, sie war ja schon mal zu sehen. Es ist jetzt eigentlich nicht so ein Wunder. Cool. Fortsetzung folgt. Endlich, wir haben den Prozess geschafft. Du bist noch nicht zu hören. Da ist Frau Dorner. Ja. Wieso war die da? Was ist passiert? Die hatte sich da versteckt. Wir wissen es noch nicht. Und wieso? Nein, das ist jetzt nicht euer Ernst. Oh, doch. Ich dachte, der Prozess ist bald vorbei. Jetzt kommt ein neues Kapitel. Na, mal gucken. Oh, wo sind wir denn hier? Bei Leighton und Luke, oh. Oh, das muss ich unbedingt, na, das will ich noch. Das dauert, glaube ich, das schafft man. Nein, das war doch, das letzte Leighton und Luke-Ding war doch auch schnell. Ja, aber wenn danach wieder Prozess weitergeht? Ja, dann, ja okay, dann wird das unsere letzte Aufnahme dann. Aber ehrlich, ich hätte auch damit gerechnet, dass es nicht so lang geht, weil mir wurde gesagt, dass es nicht so lange geht. Also meine Informationsquelle war da wohl etwas... Die hat schon gesagt, ja, so in 2 Stunden lässt sich das schaffen. Also bei eurem Tempo, ja, weiß ich nicht, ich hätte jetzt eigentlich bei unserem Tempo dann gesagt, wenn wir schnell machen, dass es 4 werden würden. Aber ja, nee, das schaffst du nicht. Aber wir sind so ja schon bei 4 jetzt. Fast. Krass. Eben. Krasser Scheiß. Naja, jetzt schauen wir halt mal. Ja. Es ist so still hier. Kein Geräusch dringt bis hierhin vor. Wir müssen vorsichtig sein, Luke. Es geht noch eine ganze Rätsel. Weile, schreibt dir jemand. Mhm. Was? Da schreibt jemand, es geht noch eine ganze Weile. Ach du Schande. Da wollte mich nur jemand zu einer langen Aufnahme drängen, oder was? Könnte sein. Dieses Rätsel, das wir gerade gelöst haben, ist vielleicht nicht das einzige in diesem Turm. Selbstverständlich, Professor. Halten wir die Augen offen. Okay. Und die Münder geschlossen. Hinweismünze könnten wir gebrauchen für den Prozess. Boah. Wow. Einfach im ist Feuer. Die letzte in der dritten? Nee. Da. Die letzte in der dritten? Fackel meinte ich. Achso. Ich verstehe wirklich nicht, was es bringt, einen so hohen Turm zu haben. Ohne die Gondel scheint es unmöglich zu sein, an die Spitze zu gelangen. Okay, dann... Ja, sonst ist da nichts. Gondel-Rätsel. Gondula-Gause. Gondor. Und meine Axt. Ist es das, was ich denke, dass es ist, was es ist? Ist es... das, was es ist? Ein Aufzug? Ja, Luke. Ja, er ähnelt den Aufzügen, die wir aus unserer Welt kennen. Und er ähnelt dieser Vorrichtung, um Hexen zu verbrennen. Aber wir haben nichts derartiges gesehen, seit wir hier angekommen sind. Ich hätte nicht gedacht, dass es hier in Labyrinthia so komplexe Maschinen gibt. Also den Glockenturm fand ich eigentlich viel beeindruckender. Ja, grad. Ich frage mich, wie sie betrieben werden. Aber den haben die beiden ja nicht gesehen. Nachdem es keinen anderen Weg nach oben zu geben scheint, müssen wir wohl oder übel den Aufzug nehmen. In der Tat. Weil es dazu beiträgt, dass wir an die Spitze des Turms kommen. Ich denke, da hast du recht, Luke. Die Existenz eines solchen einer solchen Maschine finde ich höchst verblüffend. Wir haben jetzt keine Zeit, uns darüber Gedanken zu machen. Dafür ist später noch Zeit. Gehen wir weiter. Ja, gehen wir. Ja. Ich weiß, ich wiederhole mich, Luke, aber wir müssen vorsichtig sein. Verstanden, Professor. Was sie da oben wohl erwarten wird.
Und welche Aufzugmusik wohl gespielt werden mag. Hörst du noch? Ist aber nicht sehr beruhigend, wenn man in so einem Ding hochfährt und dann so eine Musik kommt. Und dann auch noch, es nicht weitergeht. Professor, es geht nicht weiter. Ja, das ist kein Aufzug. Und jetzt geht's ab in die Feuergrube. Ja. Was ist hier los? Stecken wir fest? Wir stecken nicht fest. Nein, Professor, so habe ich das nicht gemeint. Aua, mein Auge! Aber ich habe das Gefühl, es wird gleich etwas geschehen. Etwas? Was meinen Sie damit, Professor? Das sah erst so bedrohlich aus. Luke, bleib hier bei mir. Ja, wo soll ich denn auch hin? Oh, Rätsel. Um weiteres Rätsel kommen, 65, Rätsel Turmeule. Turmeule. Turmeule, oder wie man bei uns sagt, Duraal. Duraal. Hm? Echt? Ja. Wow, wusste ich gar nicht, dass ihr ein Wort für Turmeule habt. Was es nicht alles gibt. Eine steinerne Figur steht vor dir. Und, eine steinerne Figur steht vor dir. Unter ihr ist eine Tafel angebracht, die eine Art Siegel zu sein scheint, das durcheinander geraten ist. Verschiebe die Platten, indem du die Pfeile berührst, die sie verbinden, und setze so das Siegel wieder richtig zusammen. Aber eigentlich so ein was. Anderes Schieberätsel, glaube ich. Ja. Okay. Ich kann die... Puff. Aber was muss man denn dann damit machen? Dieses oben links, dieses Symbol. Ist das Symbol oben links? Ja, das sieht so aus, als ob es das sein würde. So, aber jetzt ist die Frage... Also, das Teil muss dann... Dahin. Oh, man kann aber nur an diesen Knotenpunkten und nichts sonst verschieben? Das ist was? Fies. Hä? Ach so, nur in vier Zügen. Oh, okay. Also ich würde sagen, es ist dann... Also ich glaube, wir brauchen ja eigentlich bloß... Das dahin. Das dahin. Das dahin und das dahin. Das ist ja wirklich nichts. Ja, Ende. Ist nicht so schlimm. Wow. Dieses Rätsel ist lösbar in 3 Zügen. Nein. Bezeugt meine Rätsellösekompetenz. Die Form des Rätsellösens. Richtig. Du kannst die Anwesenheit eines beachtlichen Gegners in den Schatten spüren. Sehr beachtlich. Und meine Axt. Die kann ich auch spüren. Diese Vorrichtung ist wohl ein weiteres Rätsel, das die Geheimnisse in diesem Turm beschützen soll. Das war noch nicht alles, das könnte noch... mein Fuß! Professor! Wir sind wieder stehen geblieben. Ist das noch ein Rätsel? Es hat ganz den Anschein. Diesmal will ich es versuchen. In Ordnung. Alles klar. Oh Mann. Das ist wieso? Jetzt geht's ein bisschen. Okay. Wie viele? Nochmal 4 Züge nur? Aber wie sieht's diesmal aus? Ja, das ist wirklich ein Boss-Rush-Mode gerade. Ja, okay. Ja, das ist das Gleiche. Ja. Okay, so muss es am Ende aussehen, das heißt... Aber das jetzige hat auch eine gewisse Regelmäßigkeit. Also das sieht mir jetzt eigentlich ziemlich leicht aus. Nummer 1. Ja. Nummer 2. Also das ist jetzt wirklich... Das ist ja leichter als das erste. Ja. Boah. Und unten steht jemand. Oh, wir sollten unbedingt mal diesen Turm untersuchen. diese Statue ist auf mich gefallen. Aua, mein Fuß. Das war steinstark.
Ich habe es geschafft, Professor! Das hast du! Gut gemacht, Luke! Aber wir sind noch nicht am Ziel! Wie weit wird uns dieser Aufzug nur bringen? All den Rätseln nach zu urteilen, möchte ihr Finder wohl wirklich vermeiden, dass wir bla bla bla. Wir müssen bla bla bla. Huchi. Wir sind wieder still. Wir sind still. In Ordnung, versuchen wir es noch einmal. Still, Professor. Wir sind doch wieder still. Wieder in 4 Zügen oder was? Ne, 6 Züge diesmal. Ah, immerhin. Turmbestie. Sieht ein bisschen unregelmäßiger aus jetzt. Mhm, aber gucken wir erstmal, was dann am Ende draus werden soll. Drache oder so. Ein Gargoyle. Mhm. Ja, steinerne Figur. Okay, also das eine Teil muss in die Mitte, das sieht man schon. Ich denke, das, was in die Mitte muss, muss dann einmal erstmal nach oben. Also. Oder? Ich glaub, nee. Ich glaube. Aber wie ist denn das zu machen dann? Vor allem, was ist denn dieses eine Teil, was dort. Also, das ist jetzt. Also der unten rechts muss irgendwie in die Mitte, da sind wir, glaube ich, uns einig. Sechs Züge. Und ich würde auch sagen, dass. Also, ich würde erstmal das machen und das machen, auch wenn es jetzt nicht stimmt, eventuell. Ja. Dann würde ich den unten rechts eins nach oben schieben. Genau, das hatte ich nämlich auch so gedacht. Dann in die Mitte? Nee. Doch, dann oben da, die vertauschen und was? Genau, dann haben wir es schon. Na, aber warte mal, haben wir überhaupt noch genug Züge für das alles? Ja, ja, oben die beiden vertauschen. Ja. Dann die unteren beiden vertauschen. Ah, ja klar. Und dann die beiden vertauschen. Klar, stimmt. Ja. Nice. Boah, das war jetzt schon ein bisschen... Ich hoffe, da kommt kein weiteres. Drei sind ausreichend. Warum wurde da was gelöscht? Da hat jemand böse Sachen geschrieben. Und ich weiß nicht was. Aber schreib's nicht nochmal. Großartig. Einfach nur großartig. Toll. Seikai! Das war ein äußerst schwieriges Rätsel. Ach, jetzt kann man auf jeden Fall widersprechen. Nein. Da könntest du recht haben, Luke. Ja, das mag vielleicht. Doch, es ist das Ziel, weil sie sprechen jetzt. Gibt es verrückte Theorien, was am Ende des Turms wartet? Wir scheinen wohl endlich da zu sein. Das ist bestimmt Inspektor Chelmy oder so. Ja klar, Inspektor Chelmy. Hübsch. Oh. Genau, das ist der geheime Pornokeller des Schöpfers. Der hat Keller aber falsch verstanden. Ja. Ja, also an den Keller wären mehr Leute rangekommen irgendwie. Okay, also was könnte hier sein? Wenn wir es sowieso nicht schaffen, können wir ja wieder ein bisschen theorisieren. Nordmann mit dem Wetter. Nee, jetzt mal ernsthaft. Also es ist erstmal ein Garten. Es ist der Turm des Schöpfers. Weißt du, was ich glaube, was hier ist? Was? Der Schöpfer. Der Schöpfer? Mhm. Warum? Ich weiß nicht. Wir haben ja die ganze Zeit schon nicht geglaubt, dass er tot ist. Wahrscheinlich ist er hier oben. Das klingt plausibel. Klingt einleuchtend. Aber wieso sollte der Schöpfer dann hier... Also beziehungsweise, was könnten dann passiert sein, damit der Schöpfer überhaupt wieder hier hochgekommen ist? Also warum er hier hoch ist, weil hier sonst keiner hinkommt und sieht, dass er nicht tot ist. Das stimmt allerdings. Wie er das jetzt rein technisch gemacht hat, keine Ahnung. Ja, aber ja, ich denke... Vielleicht ist und weißt du, was ich... Hab ich schon gesagt, dass die Schatten eventuell so Leute sein können, die dafür sorgen, dass es aussieht, als ob Zauberei da angewandt wird, wo gar keiner angewandt wird? Könnte sein. So Menschen hinter den Kulissen quasi.
Ja. So wie bei diesem neuen Yoshi-Spiel. So hinter den Büschen verstecken sich dann so Shy Guys, die Schmetterlinge hochhalten, weil das dann aussieht, als ob da Schmetterlinge fliegen. Cool. Das gibt's da echt, das ist voll süß. Oder was, ja, genau, hier gibt's den goldenen Apfel. Oder den goldenen Garten, beides. Aus Geheimnisvolles Dorf. Hm. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass hier jetzt jemand ganz randomiges sitzt, den wir überhaupt noch nicht kennen, und sagt, ich bin die weise alte Dame, die hier die Fäden in der Hand hält, aber meine Geschichte wurde missinterpretiert, in Wirklichkeit bin ich gar keine Hexe oder irgendwie so ein Quatsch. Könnte ich mir auch sowas vorstellen. Sowas könnte auch sein, was ganz, also das fände ich aber voll schade, wenn man nicht auf die, selber ein bisschen aufs Ergebnis kommen könnte, mit viel Nachdenken. Ja. Aber gut, es kann immer sein. Das wäre eine Möglichkeit. Na, mal gucken. Bin gespannt.